satisfying to live. Das kommt sicher von Alter, ich hab so Hunger. Warum macht ihr Mädels nicht miteinander rum? Macht ihr Jungs doch miteinander rum, Wichser! Oh Mann, ich hab genau 17 Cent bei mir. Weißt du, was heutzutage eine Pappe kostet? Das liegt daran, dass es so beliebt ist. Ich habe Neuigkeiten für dich, Brad. Sexuelle Befreiung heißt Sweet Sweetback ist heute Abend das Beste am Feminismus ist, dass all das, was wir erreicht haben, niemals von... Es muss echt komisch aussehen, wie wir diesen Typen alle zu Füßen liegen. Aber naja, uns alle machen. Mein Herz sagt Fonda. Mein Körper? Hast du jemals deinen Namen in deinem Kopf so oft gesagt, immer und immer wieder, bis er seine Bedeutung verloren hat? Bully Boffman. Bully Boffman. Bully Boffman. Bully Boffman. Bully Boffman. Mann, das ist stark. Wir sind nicht drin. Andere wieder. Ein Nervenzusammenbruch. Japs für die Liebe, Japs für den Frieden, Japis, Japsen ohne zu ermüden. Japs für die Liebe, Japs für den Frieden, Japis, Japsen ohne zu ermüden. Schmissig. Na, was geht ab? Bei meinen Mit-Japis, Mann? Die Revolution anfeiern und zusehen, wie alle anderen kalt gemacht werden. Hey Leute, was wäre, wenn ich eine Idee hätte, wie ich unsere Gruppe dazu bringen kann, dass sie nicht kacke ist? Endlich! Die Leute wissen einfach nicht, wofür wir Yappies stehen. Sie denken, wir wären einfach nur Schläger. Die Leute haben also vergessen, um was es bei den Yappies geht, ja? Hey, ich hab eine Idee. Wie wäre es mit einem anderen Namen? Was meinst du damit, Mann? Wie wäre es mit, die amerikanischen Revolutionären, Kinder von Opfern ohne diese liberale Einstellung? Also Arkwudel? Was soll das denn für ein Name sein? Lustig, dass du fragst. Zufälligerweise ist das auch der Name unseres neuen Wohltäters. Wenn es nach Arkwudel ginge, würde Krieg für immer abgeschafft. Groovy! Wie denn? Indem er den Kindern Kätzchen schenken würde und den Erwachsenen überirdische sexuelle Kräfte. Auch den alten Leuten? Eklig! Arkwudel ist auch offen für Verhandlungen. Mit Hilfe von außerirdischer Technologie wird Arkwudel den Welthunger beenden. Das ist ja groovy! Du meinst so mit gefriergetrocknete Astronauten-Eiscreme? Ah, ja genau. Magst du das Zeug echt? Mann, wir sind bekifft. Wir würden jetzt unsere eigenen Eltern essen, wenn sie in der Pizzaschachtel wären. Ohne euch alle hätten die Yappies es nie so weit geschafft. Was macht der Name dafür einen Unterschied? Hättet ihr nicht lieber mehr Ressourcen für euren Kampf? Glaubst du, du kannst es besser machen? Was hast du überhaupt hier für die Yappies getan? Was ich getan habe? Was habe ich denn nicht getan? Ich bin der Urvater aller Aktivisten. Mein außerirdischer Gott ist seit Anbeginn der Zeit auf diesem Planeten, verdammt nochmal. Ach ja, ist das so? Beweis es. Sehet! Naja, als hätten wir sowas nicht schon gesehen. Bist du bescheuert? Schau mich doch mal an! Ich bin ein beschissener Außerirdischer!
Okay, dann bist du halt ein Außerirdischer. Aber ohne die richtige Einstellung taugst du für uns nichts. Ich hab sowas von die richtige Einstellung. Meine Einstellung ist so richtig, das glaubst du gar nicht. Dann beweis es. Wenn du so toll bist, warum pflasterst du nicht jedes Hausdach in der Stadt mit Minibussen? Ein gottverdammtes Wunder kommt sofort. Ha, wusste ich doch, dass du das nicht... Moment, was? Mann, ich will Minibusse auf Dächern von Villen sehen und Blumen in Mündung von Soldatengewehren. Ich will allen die Kraft des Friedens zeigen. Weibliche Sklaven, vorzugsweise drall und knapp bekleidet, im Namen der heiligen Genitalien, höre Argrudels Befehl! Zone aktiviert!
Auf und davon!
Oh, no, 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 no.
Des heiligen Gehänges. Das ist ergreifend. Aber woher wisst ihr Leute von Argwoodl? Neuigkeiten verbreiten sich schnell. Klingt wie ein groovy Gott. Wo kann man sich anmelden? Betrachte dich einfach als angemeldet, Baby. Groovy? Aber unser Anführer Shama Lama muss dem Rest der Gruppe noch sagen, dass das klar geht, weißt du? Wie schade. Die Bullen haben ihn erwischt. Kannst du uns helfen, ihn zu befreien? Ein Shama Lama kommt sofort. Aber ihr schuldet mir was. Krass. Aber du musst den Freak fragen, wo er ist. Wir wissen es nicht. Gibt es denn sonst noch was, was du mir über diese lächerlich umständliche Nebenmission erzählen magst? Wow, wie war das im Mittelteil? Hast du es mitbekommen?
Zimmer ist von den Bullen eingesackt worden. Sag bloß irgendwas los. Bist du aus Auckland? Hilfe! Wollt ihr? Yo, Freak! Ich suche Shama Lama. Kannst du mir da helfen? Wer zum Henker bist du denn? Und was stimmt nicht mit deiner Stimme? Die Slippies haben mich geschickt. Oh, naja, du musst es nur fragen. Hab ich doch. Shama Lama ist in einem Polizeiwagen. Die sind gerade beim Koi-Tunnel mit ihm. Wenn du es zum Golden Gate Park schaffst, solltest du sie noch aufhalten können. Du scheinst gut informiert zu sein für einen für einen Hippie. Was ist dein Geheimnis? Ich kann Gedanken lesen. Ist das so? Nein, ich verarsch dich nur, Mann. Ich empfange Funkübertragungen mit meinen Zähnen. Bruder aus der Patsche, okay. Bruder! Ich hab... Kleines grünes Mädchen! Tut mir leid, Miss. Du bist mit Angst. Scheint gesehen. Stehen bleiben! Licht bleiben! Stehen bleiben! Was, Challenger? Stirb! Halt! Du! Zu gehen. Wenn ich dich vernichten muss, um dich zu retten, werde ich das tun. Kümmert euch um meine. Was geht ab? Kleine grüne Falle-Symbole. Er wacht über die Wächter. Boah, das ist tiefgründig. Auf den Boden! Im Weg, Lama!
Schnacke mit dem Schuh. Vielleicht solltest du schon früh abgehen. Geh zurück nach Berkeley, du Freund. Du hast mir das Leben gerettet. Hast du schon den guten Amerspruch von Akwudi gehört? Gehört? Ich verkörpere ihn. Du schuldest mir einiges, Hippie. Ja, danke für meine Rettung. Da drin hätte ich nicht lange überlebt. Hast du mal diese Zellen gesehen? Schmutzig. Ja, das ist alles ganz toll, Schaman. Aber ich dachte mir... Ich brauche jemanden, der für Arkwoodle die Personalabteilung verwaltet. Wäre das was für dich? Aber klar, Arkwoodle ist das groovigste Ding auf dieser Seite der Milchstraße. Gut. Obwohl du ja ein Drogensüchtiger bist, scheinst du ja in der Lage zu sein, die Leute nach deiner Pfeife tanzen zu lassen. Das liegt nur an den Pilzen, Mann. Nur an den Pilzen. Ich akzeptiere deine Dankbarkeit in Form von materiellen Gütern, danke. Etwas Glänzendes wäre nett. Naja, ich jage seit Jahren nach einem außerirdischen Artefakt, aber praktischerweise ist es bisher nie in einer Unterhaltung relevant geworden. Es ist eine super Waffe, die einen furchtbaren Dämon aus der Tiefe der Erde beschwört. Aber ich musste auf der ganzen Welt herumreisen, um die Waffe zusammenzusammeln. Echt nervig. Welchen Teil von Raumschiff verstehst du denn nicht?
Gepriesen sei der Herr des heiligen Gehänges! Wie laufen die Partys? Fühlst du dich endlich in unserer kleinen Kultfamilie zu Hause? Diese Polizei sitzt uns ständig im Nacken. Dieser eine Bulle, Officer Rudolf Malletmeister. Er belästigt uns wie Sau. Was haben diese Schweine eigentlich gegen Pazifisten wie uns? Gibt es was Neues vom außerirdischen Artefakt? Wir waren sehr beschäftigt. Es ist nicht leicht, die Polizei davon abzuhalten, unsere Zelte abzureißen. Aber die Superwaffe wird dich voll umhauen. Das garantiere ich. Warum schlagt ihr nicht zurück? Ich kann es schon vor mir sehen. Eine geifernde Hippie-Meute. Furchteinflößend. Das wäre doch total ungroovy. Wir sind Pazifisten, weißt du? Vernichtung ist was für dich. Oh, eine Gelegenheit, ein paar Cops zu vermöbeln. Da bin ich dabei, Tiger. Geile Sache! Wenn auch nur eines unserer Zelte gerettet wird, können wir alles neu aufbauen. Ihr klont eure Zelte? Ach egal, kümmern wir uns um ein paar Bullenschweine? Wir haben erfahren, dass ein neuer Kult versucht, hier in der Gegend Mitglieder zu rekrutieren. Wir werden jeden festnehmen, den wir hier beim Herumlungern vorfinden. Macht euch davon, Hippies! Wir wollen euren bescheuerten Kult hier nicht! Verschwindet! Das ist eure letzte Warnung! Räumt diesen Bereich! Geht von alleine, oder ihr zwingt uns dazu, euch zu zwingen zu gehen. Sagt nicht, wir hätten euch nicht gewarnt. Bewegt euch. Ich wiederhole, bewegt euch. Lasst eure letzte Warnung. Verschwindet oder sammelt schon mal Geld für eure Kaution. Polizeigewalt sehen? Wo ist der kleine Freak hin? Lasst eure Waffen fallen und räumt den Bereich! Verschwindet oder sammelt schon mal Geld für eure Kaution! Zwing mich nicht, mich zu erschießen! Das ist eure letzte Chance!
Verschwindet oder ihr alle werdet die Nacht im Knast verbringen. Ich hol dich runter. Verschwindet oder sammelt schon mal Geld für eure Kaution. Wollt ihr mal echte Polizeigewalt sehen? Wollt ihr mal echte Polizeigewalt sehen? Ich bin so... Jemand muss du warst wie ein Fan. Hey. Alles ist lass den... Alter. Kümmert euch um meine Frau und meine Geliebte und meine Oma. Macht mich nicht sauer. Ich war in Chicago, als da das Treffen der Demokraten war. Sie zahlen mir nicht genug für diesen Mist. Wir sind gerettet! Wenn ich diesen kleinen grauen Kerl je wiedersehe. Gepriesen sei Akwudel, der Herr des heiligen Gehänges. Wie steht es um den Kult, Shammy? Gibt es viele neue Anhänger? Es gibt immer weniger Mitglieder, so des Akwudel. Vielleicht kannst du uns da helfen. Klar, ich habe ja sonst nichts Besseres zu tun. Wir brauchen dich für eine Werbemaßnahme, eine ganz große. Wie läuft die Forschung beim Superwaffenprojekt, Shammy? Wir suchen nach Spuren, sehr gründlich. Bitte vertrau mir da einfach. Siehst du? Und genau da liegt das Problem. Wir haben vielleicht etwas gefunden, aber es muss erst noch hier ankommen. Ich werde bald mehr dazu zu sagen haben, heiliger Sohn. Warum sinken denn die Mitgliederzahlen? Knausert ihr wieder bei der freien Liebe? Es ist nicht meine Schuld. Mundpropaganda ist einfach zu langsam. Wir brauchen echte Werbung. Was meinst du mit groß? Und warum habe ich das Gefühl, es wird mir nicht gefallen? Nutze dein heiliges Raumschiff, sammle eine der Kultisten auf und fliege ihn durch die Straßen. Damit ich von jedem Soldaten in Bay City beschossen werde? Wieso kaue ich nicht gleich auf einer Granate rum? Das sind doch nur ein paar Panzer, da würde ich mir keine Sorgen machen. Die Leute werden denken, das wäre ein Feuerwerk. Aber nicht zurückschießen, du darfst keine potenziellen Konvertiten treffen. Warum überrascht mich das nicht, verdammte Pazifisten?
Bitte geh zu deinem Raumschiff und such dir einen Kultisten aus. Viel Glück, heiliger Sohn. Space, du! Segen des Wudel, rechtschaffener Bruder! Ich hoffe, dein Plan ist besser, als er klingt. Es wird total groovy, Mann! Heb mich mit deinem Laserstrahl auf und lass uns losfliegen! Wie? Damit du auf die Fußgänger kotzen kannst? Tolle Idee, Sparky! Nimm dir einen Keks! Nein! Ich werde den guten Anmachspruch von Ark Wudel rufen! Es wird total krass! Ach ja, warum habe ich da nicht dran gedacht? Was man nicht alles für die Liebe tut. Also, wie hast du zu Ark Wudel gefunden? Nicht, dass es mich wirklich interessieren würde, aber ich tue gern so. Mein Dad macht mir das Leben zur Hölle. Er hat meine finanzielle Unterstützung gestrichen. Also dachte ich mir, ich räche mich auf eine Art, die ihm echt wehtut. Indem ich religiös werde, Baby. Das ergibt auf eine kranke Art Sinn. Der Freak ist hier! Oh, 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 oh! Nimm mich! Nimm mich! Hier drüben, Hoshi! Wow.
Kommt und macht mit, ihr fröhlichste Haufenspiel!
Halt! Dieser Scheiß ist absolut gestört. Jemand muss die Kopf rufen! Oh, 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 oh! Nimm mich! Nimm mich! Hier drüben, Hoshi! Beehre Arkwudel oder dir schrumpelt die Nudel! Eine Menge, aber noch nicht sein Gehänge. Arkwudel, Arkwudel, juhu! Schreibt euch jetzt ein und eure erste Entführung ist gratis. Wie macht ihr das nur? Kommt und macht mit, ihr fröhlichster Haufen Spitzbuben der Westküste! Ich bin dabei, Schätzchen! Hupt, wenn ihr Arkwudel liebt! Schreibt euch jetzt ein und eure erste Entführung ist gratis! Preiset Arkwudel, den Herrn des heiligen Gehänges! Gib mir ein A! Gib mir ein R! Gib mir ein K! Ihr kennt eine Menge, aber noch nicht sein Gehänge! Arkwudel! Arkwudel! Juhu! Was für ein Gott! Gepriesen sei Arkwudel! Gepriesen sei Arkwudel! Reiset Arkwudel, den Herrn! Verarsch mich nicht, Jerry! Oh mein...
Mein Gott! Ein laufender Vibrator! Was willst du denn? Oho, Mann! Versuch's mal mit weniger Koffein, Kumpel. Du siehst echt seltsam aus. Ich bin einfach nur echt wütend, weil ich so viel Ärger für unsere Razzia bei den Hippie-Zelten im Park kriege. Ach, das warst du? Den Hippies hast du es aber echt gezeigt. Ich habe nur Befehle befolgt. Übertriebene Gewalt. Was soll das denn überhaupt heißen? Ich meine, Hauptsache, sie sind aus dem Park raus, oder nicht? Klingt, als könntest du einen kleinen Muntermacher gebrauchen, Rudy, mein Bester. Nein, ich könnte es gebrauchen, dass jemand die Petze, die mich verpfiffen hat, verschwinden lässt. Er wird gerade zu einem Hotel zwischen Hashbury und Coy Tower gefahren. Er wird bewacht werden, aber wenn er aus dem Auto steigt... Ich verstehe schon. Hippie-Pastete, kommt sofort. Hey, danke, Bruder. Das werde ich nicht vergessen. Hey, wir Cops, wir müssen doch zusammenhalten, oder? Am helllichten Tag anzugreifen. Jeder Idiot weiß doch, dass man sowas in der Nacht machen muss, wenn man damit davonkommen will. Okay, lass die Finger von den gelben Pillen. Die sind zu krass. Was ist los? Sag mir, was hier passiert. Ein wenig Disziplin hat noch nie jemandem geschadet. Hey, ich war 5 Jahre bei der Army und das hat mir mehr Charakter und Mut gegeben. Und Geschlechtskrankheiten. Aber das war's wert. Sind das die was? Psychosexuelle Halluzination? Was geht ab? Fisch bleiben! Oh mein Gott! Wenn ich Rudy nicht kennen würde, wäre es mir egal, ob... Dieser Spitzel ist irgendwie total mutig. Wenn ich mich dem Cops entgegenstellen würde, würden sie mich am Ende vermutlich nackt ausziehen und durchsuchen. Mallet-Meister. Was für ein blöder Name.
Es wird ihm noch leid tun, dass er versucht hat, sich mit uns anzulegen. Beweg deine Arme. Beschützt den Hippie-Mist! Lass mich nicht sterben! Ich will nicht sterben! Ich will kein Märtyrer sein! Was hat man davon, wenn man berühmt ist, wenn man tot ist? Aus dem Weg, Lama! Bleiben, Menschen! Hat die schon gemacht? Polizei, aus dem Weg! Bewegung! Kümmert euch um meine Frau! Und meine Kinder beschützt den Rest! Das ist der Typ mit der Klappe! Lass die Arme! Rettet den Stink! Alles okay, da oben! Sicht. Ich hab mich für das Team geopfert. Beschützt mich! Rettet den stinkenden Spitze! Ich werde niemals auf die Idee kommen, Ihre Befehle. Behindert das meine Justiz! Das ist der Moment. Darf ich mal? Wow. Das ist so schon schwer genug. Wie wäre es? Zwing mich nicht, ich will erschießen. Das ist, wenn Sie es sagen. Kümmert euch um meine Frau. Und meine Geliebte. Und meine Oma. Kommständige Ergebnisse. Das ist mit
Hier ist Macht, dass es aufhört! Hilfe! Keller, hast du das? Was geht ab? Er sagt es mir. Außerhöhnische. Was geht ab, Pox? Ich habe eine sehr wichtige Mission für dich. Hey, Pox, eine Sache ist mir gerade eingefallen. Wer regiert dann eigentlich das Land, während ich in Bay City bin? Ich meine, hatte niemand gemerkt, dass der Präsident nicht mehr da ist? Naja, so wirklich Überstunden hast du ja im Oval Office nie geschoben. Also habe ich einen einfachen Mechanismus gebaut, der die Menschen während deiner Abwesenheit im Zaum halten sollte. Funktioniert seit Jahren ganz gut. Mechanismus? Was für ein Mechanismus? Ach, ein ganz einfaches Gerät, das viel winkt und lächelt. Manchmal erbricht es auch spontan inspirierende Monologe über Freiheit und all diesen Mist. Ich schätze, die Affen sind zu doof, um den Unterschied zu bemerken. Ehrlich gesagt hat sich deine Beliebtheit verdreifacht, seit du ausgetauscht wurdest. Okay, was ist der Plan? Naja, da wir das Mutterschiff verloren haben und die Mission auf dem Spiel steht, müssen wir dringend die furonische Heimatwelt kontaktieren und Verstärkung anfordern. Endlich! Ich hab die Schnauze voll davon, diese Affen mit einem begrenzten Arsenal zu bekämpfen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber mit einem neuen Mutterschiff wird das Gleichgewicht der Mächte schnell wiederhergestellt sein. Wir rufen also zu Hause an, ja? Uiuiui, das wird aber einiges an Ferngesprächsgebühren kosten. Dafür fehlt uns das Kleingeld. Geht das auch als R-Gespräch? Ich bin dir da schon voraus, Krypto. Wir werden einen unregistrierten Transmitter benutzen, den wir aus Menschengeräten bauen, die überall um Bay City herum verteilt liegen. Das klingt jetzt schon total nervig. Und wer ist der arme Trottel, den du bequatscht hast, damit er... Oh. Ach so. Okay, noch einmal. Mit Gefühl. Sammle Schrott ein, der von Menschen stammt, um eine Antenne zu bauen. Dann stell sie an einem hochgelegenen Ort auf. Kinderleicht. Schrott sammeln, Antenne aufstellen, Versuchsreihe zum Gewicht von amerikanischen Kindern aufstellen, alles klar. Okay, aber was für einen menschlichen Schrott können wir denn bitte benutzen, um einen interstellaren Transmitter zu bauen? Ach, dazu braucht es nicht viel. Eine Schüssel, ein paar elektronische Teile und eine von ihren TV-Antennen. Das sollte reichen. Wenn du damit fertig bist, installiere das Ding an einem hochgelegenen Punkt. Bonanza läuft heute Abend und wir wollen während der Übertragung ja keine Störungen. Oh, welch... Ein kleiner, alter, kahler Typ! Hilfe! Oh Gott. Krypto-Faschisten! Hilfe! Was? Hm.
Halluzination. Beweg dich oder ich kann für nichts garantieren, Punk. Sexuelle Halluzination? Ist jemand da? Diese Mädchen wartet auf keinen Mann. Hey, Glatzkopf! Außerirdische! Hey! Rennt um euer Leben! Es ist die Steuerbehörde! Ich schätze, daraus hier könnte ich ein Kommunikationsgerät basteln. Aber womit ersetze ich den Quantenspin-Resonator? Haha, dieses Dingenskirchen müsste gehen, solange es nicht abfällt. Und jetzt zum... Moment, was ist das? Das geht hier als Partikelausdehnungsbeschleuniger durch. Dieses Sensorenfeld ist mit der Brennebene verbunden. Die Brennebene ist mit dem Plasmastrahl verbunden. Ich weiß es, ihr wartet schon darauf, dass ich dieses blöde Lied singe. Aber das wird nicht passieren. Ich habe meinen Stolz und meine Ansprüche. Keine hohen Ansprüche, aber ich habe sie. Außerdem haben wir die Rechte nicht gekriegt. Ach, scheiß auf diesen Mist. Wie wär's, wenn wir einfach zum Ende überblenden und sagen, wir sind fertig? Zeit, nach Hause zu telefonieren. Bada bing, bada boom. Damit kommst du nicht weiter nach, Fetzer!
Autobox. Gute Arbeit mit dem Transmitter. Du bist ja fast schon sowas wie kompetent. Ich leite die Übertragung ein. Sorg dafür, dass es keine Störungen in der Gegend gibt. Ja, Sir, Poxy, Sir. Ich hab das hier im Griff. Sorg einfach dafür, dass ich so schnell wie möglich wieder hochkomme. Ich hab keine Lust, auf dieser Schlammkugel zu verrotten. Kein Grund, sich einzunisten, mein widerspenstiger kleiner Scherge. Ich habe nicht die Absicht, meine glanzvolle Karriere als Flottenkommandant des Furonischen Imperiums auf diesem abscheulichen Pampa-Planeten zu beenden. Wir sind hier in wenigen Nanosekunden raus. Oh, siehst du? Jemand auf der Furonischen Heimatwelt hat unsere Übertragung bereits empfangen. Bitte melden. Ich wiederhole, hier spricht die Weltraumverkehrskontrolle. Ihr Signal wurde empfangen. Bitte melden. Ja, hallo. Hier spricht Autobox 13 vom Furonischen Imperium. Ich rufe von Sol 3 aus an. Wie bitte? Autobox 13 vom Furonischen Imperium. Imperialer Flottenkommandant Autobox 13. Hab ich noch nie von gehört. Nie von gehört? Ich bin Autobox 13, Mann. Der Autobox 13, Eroberer von Sarkon 5, Held der Schlacht von Tarsus Mons, sechsfacher Gewinner des Xantrax 47 Preises für mentale Grausamkeit. Ich bin der zweitranghöchste Flottenoffizier der ganzen Furonischen Navy. Ich habe in den Dunghügeln von Beetle Bledge schon hyperdimensionale Institutionen versklavt. Ein Sie noch in den Mitteln an! Nö, was ist Ihre Kennungsnummer? Meine was? Ihre Kennungsnummer. Alle Piloten mit Erlaubnis, das furonische System zu verlassen, bekommen von der Weltraumverkehrskontrolle eine Kennung zugewiesen. Ich glaube, die ist abgelaufen. Naja, ich war lange nicht im System. Ich war unterwegs tief im Raum auf einer Mission von höchster Dringlichkeit für das furonische Imperium. Na klar. Von wo rufen Sie nochmal an? Sol 3. Erde. Galaktischer Delta Arm. Sektor 13. Ich erwähne, dass meine Mission für das Überleben der furonischen Spezies essentiell ist. Ich bin mir sicher, dass es für Sie wichtig ist, Sir. Ihren Sarkasmus können Sie sich sparen, Mister. Hören Sie, kann ich Ihren Vorgesetzten sprechen? Sektor 13, Sektor 13. Ah, super. Sektor 13. Nein, das kann nicht stimmen. Wieso nicht? Naja, da ist ja eigentlich nichts. Der Marskrieg hat jede relevante Lebensform in diesem System ausgelöscht. Nur ein Planet mit intelligentem Leben ist übrig. Und das Wort intelligent lege ich jetzt mal sehr frei aus. Wem sagen Sie das? Ich weiß nicht, wo Sie sind, Sir, aber es kann nicht Sol 3 sein. Hören Sie mal, Sie Bürokratentrottel. Ich weiß, wo ich bin. Auf dem gleichen beschissenen Planeten, auf dem ich jetzt seit 10 Jahren bin. Ich bin auf der Erde! Und ich bin hier gestrandet! Wenn Sie wollen, kann ich Sie an den Notfalldienst weiterleiten. Was soll ich mit dem Notfalldienst? Ich habe mir ehrlich die Hüfte gebrochen. Was zum Teufel soll der Notfalldienst denn machen? Sie könnten eine Erkundungskapsel schicken, wenn Sie die Hüfte darum bitten. Ich brauche keine Erkundungskapsel. Ich brauche ein Mutterschiff. Die Zukunft des Furonischen Imperiums hängt davon ab. Das lassen Sie bereits. Ehrlich gesagt, Sir, fällt es mir schwer, das alles zu glauben. Ich habe hier keine Unterlagen zu Ihrer Mission. Ihre Kennung ist abgelaufen und ich soll Ihnen ein weiteres Mutterschiff schicken, um dasjenige zu ersetzen, das Sie verloren haben. Habe ich das alles richtig verstanden? Ich habe es nicht verloren. Können Sie lauter sprechen? Ich sagte, ich habe es nicht verloren. Es ist... Aha, Sir. Und wie sieht bei der Weltraumverkehrskontrolle halt nicht viel von streichen. Ich lege jetzt auf. Inkompetentes Fußvolk. Weltraumverkehrskontrolle mitkommen. Flottenkommandant des Schnippeliums. Meine Mission ist es, reine furonische Venus zu finden und zu ernten. Und sie ist aus erfüllt. Allerdings ist mein Mutterschiff von einer feindlichen Rakete zerstört worden. Und ich brauche unverzüglich Unterstützung. Sir, ich kann Sie nicht verstehen. Sie sind
Vorsicht, die Verbindung bricht ab. Wiederholung, Sir, bitte. Hallo? Weltraumverkehrskontrolle? Bitte kommen! Hallo? Bitte kommen! Empfangen Sie mich! Protokoll 13! Hier ist Admiral Syko Koriaki! Wie ist die Lage? Endlich! Ich kann bestätigen, dass die Erde voll von reiner veronischer BNS ist. Ein ideales Erntefeld. Ich habe sogar erfolgreich einen veronischen Klonkrieger mit funktionierenden Genitalien erschaffen. Offenbar ist das so. Und jetzt soll ich ein anderes Mutterschiff autorisieren, das nach Sektor 13 fliegen soll, nur um dich abzuholen? Nein, 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 Admiral, vergessen wir das wieder. Aber naja, mit einem neuen Mutterschiff kann ich die DNS-Lagerräume ganz schnell wieder auffüllen. Vielleicht kannst du das. Andererseits, vielleicht kann ein anderer Flottenkommandant die DNS-Lager auch wieder auffüllen, ohne dass ein Mutterschiff in seine Quarks erschaffen wird.
diese infernalischen Verbrennungsmotoren mit ihren hämmernden Kolben, die beständig Karzinogene ausspeien. Ich will endlich Ruhe und Frieden. Vernichte ein paar von denen als Warnung an ihre Artgenossen. Drohung für unseren Lebensstil. Viel besser. Jetzt seid ihr gestattet, meine heilige Landemarkierung zu benutzen. Hey ho, Pippi. Bist du öfter hier? Nur in der Mittagspause. Und oh, ist es schon wieder so spät? Klingt, als würden sie dich hart rannehmen, hä? Ich will nicht darüber sprechen. Ist alles gerade nicht so toll.
Was ist los? Vielleicht kann ich helfen. Danke, ich brauche keine Hilfe dabei, mein Leben zu ruinieren. Sicher? Ich bin da ziemlich gut drin. In dem Punsch war doch irgendwas drin. Ich kann nicht glauben, dass ich dem Boss bei der Büroparty einen Lapdance gegeben habe. Warum hat mich niemand aufgehalten? Und noch wichtiger, woher weiß ich, was ein Lapdance ist? Demokrat, so weg hier! Falsch. Du siehst echt fertig aus. Republikaner, rettet um euer Leben! Alter! Ha. Alter! Was los? Was war das? Halt! Sarge? Ich hatte eine Knarre! Was zum... Hallo? Thank you.
Kann ich helfen, Soldat? Ich war im Urlaub. Wie geht es dem guten alten General Armquist? Dieser Spinner tot. In den 50ern hat er versucht, einen unserer Stützpunkte in die Luft zu jagen. Ach ja, davon habe ich gehört. Also, wie lief es mit dieser Schlacht da drüben in Dings? Den haben wir es gezeigt, was? Das haben wir echt, Mann. Da wünscht man sich echt die gute alte Zeit wieder zurück. Was war das denn genau für eine Zeit? Als die Kerle noch wussten, was ihre Bürgerpflicht ist. Wenn ich noch einen Hippie erwische, der sich der Musterung entziehen will, dann wird der Knabe mir die Stiefel polieren müssen, bis sie glänzen. Auch wenn sie in seinem Arsch stecken. Du wirkst etwas angespannt. Kann ich da was tun? Ja. Finde einen Hippie namens Clayton Cardwell Jr. und bring ihn ins Depot. Ooh.